Als Content Creator oder Influencer bekommst du mit Sicherheit regelmäßig Leistungen oder Gegenstände von Unternehmen gestellt, die du anschließend auch privat nutzen kannst. Diese Gegenstände oder Produkte sind tatsächlich Einnahmen, steuerpflichtige Einnahmen. Wie du das genau in der Buchhaltung machst, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conto Steuerberatung und es ist ja relativ üblich, wenn du als Fashion-Blogger von Unternehmen beispielsweise Kleidung bekommst oder als Beauty-YouTuberin oder YouTuber Beauty-Produkte bekommst oder als Tech-YouTuber technische Gadgets und Geräte zur Verfügung gestellt bekommst, die du anschließend auch behalten darfst. Das ist relativ normal, wenn du als Reiseblogger kostenlos in Hotels übernachten kannst, dann ist das auch eine Art der Bezahlung. Und diese Einnahmen, also diese Produkte und Services, die du beziehst, die sind tatsächlich steuerpflichtiges Einkommen. Das heißt, du musst darauf Steuer bezahlen. Ich habe zu diesem ganzen Thema Steuern für Influencer schon mal ein ausführliches Video aufgenommen. Das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Und wahrscheinlich wissen die einen oder anderen auch, dass es da schon eine Vereinfachungsregelung gibt. Der Auftraggeber, der dir beispielsweise ein Paket von Kleidung schickt, für 1.000 Euro, der kann diese 1.000 Euro pauschal versteuern. Dann musst du darauf keine Steuer mehr zahlen und du bekommst quasi vom Auftraggeber zusätzlich so ein Schreiben, wo draufsteht, dass da die Steuer schon übernommen wurde. Wichtiger, wirklich ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle, das bezieht sich aber nur auf die Einkommensteuer. Die Umsatzsteuer musst du trotzdem abführen. Du musst als Content Creator und Influencer Sacheinnahmen trotzdem in deiner Umsatzsteuervoranmeldung abgeben und diese Umsatzsteuer tatsächlich auch an das Finanzamt zahlen. Um die ganze steuerliche, also insbesondere die umsatzsteuerrechtlichen Beziehungen genau zu analysieren und zu verstehen, gehen wir das Ganze mal Schritt für Schritt und alle Szenarien gemeinsam durch. Gehen wir mal davon aus, dass ich Fashion-Blogger bin und eine große Reichweite auf Instagram habe und einfach regelmäßig meine Outfits teile. Natürlich gibt es Modeunternehmen, die gerne wollen, dass ich ihre Mode zeige. Das heißt, sie haben Interesse an meinen Leistungen. Um diese Vertragsbeziehung einfach mal zu verdeutlichen, vergleiche ich mich mal mit einem ganz anderen Unternehmen. Und zwar bin ich ja ein Unternehmen. Ich erbringe Leistungen. Und zwar Werbedienstleistungen, indem ich halt Produkte meinen Followern zeige. Das heißt, ich bin ein Unternehmen und dann habe ich Kunden, die etwas von mir kaufen wollen. Und zwar diese Werbedienstleistungen und die bezahlen mich. So ein bisschen wie bei einem Supermarkt. Das heißt, wenn ich ein Supermarkt wäre, dann laufen ja auch den ganzen Tag bei mir Leute rein, nehmen sich die Sachen, die sie wollen, kommen zur Kasse und bezahlen. Das ist das, was ein Unternehmen macht. Genau das Gleiche bin ich, wenn ich Influencer und Content Creator bin. Dann erbringe ich halt Werbedienstleistungen und dann kommen regelmäßig Modeunternehmen bei mir vorbei und wollen bei mir meine Leistungen kaufen. Das heißt, die Produkte, die ich anbiete. Produkt ist dann halt die Werbedienstleistung. Aber die Modeunternehmen denken sich dabei einfach, ich will das Ganze gar nicht bezahlen. Ich bezahle einfach nur in Gegenständen. Das wäre genauso, als wenn ich in den Supermarkt gehe und einen Tauschhandel vorschlage. Das heißt, ich gehe in den Supermarkt, suche mir das raus, was ich machen will und sage an der Kasse, ich habe gesehen, die Webseite von euch sieht gar nicht so schön aus. Ich könnte die mal schön machen. Darf ich dafür denn kostenlos das Ganze mitnehmen? So ziemlich genau das passiert. Das heißt, ihr tauscht eigentlich eure Leistungen, die Kleidung gegen diese Werbedienstleistung. Und das ist wichtig. Du bist das Unternehmen, die Modeunternehmen sind deine Kunden. Die wollen etwas bei dir kaufen. Und das ist wichtig, dass wir diese Beziehung zueinander klar kriegen, weil dadurch wird die umsatzsteuerrechtliche Konsequenz viel klarer. Bei der Umsatzsteuer gibt es nämlich im Wesentlichen drei Szenarien. Und das ist abhängig davon, wo mein Kunde seinen Sitz hat. Das erste Szenario ist, wenn mein Auftraggeber, also mein Kunde, das Modeunternehmen, seinen Sitz in Deutschland hat. Ich selbst als Content Creator habe meinen Sitz auch in Deutschland. Das heißt, wir haben einen Umsatz von Deutschland nach Deutschland. Ich erbringe quasi also eine Werbeleistung für jemanden in Deutschland und der bezahlt mich in Gegenständen, in Sachen, in einem ordentlichen Kleidungspaket. Das heißt, das Unternehmen schickt mir beispielsweise Kleidung in Höhe von 1.000 Euro und ich erbringe dann eine Leistung dafür. Und bei solchen Umsätzen, also Deutschland nach Deutschland, fällt ganz normal deutsche Umsatzsteuer an. Wenn ich Werbedienstleistungen mit einem Wert von 1.000 Euro erbringe, muss ich ganz normal 19% Umsatzsteuer abführen. Das mache ich ganz normal im Rahmen der regelmäßigen Umsatzsteuervoranmeldung. Und dabei ist vollkommen egal, in welcher Form ich bezahlt werde. Also es ist vollkommen egal, ob das Modeunternehmen mir 1.000 Euro überweist
also Cash, oder aber mir ein Paket mit Kleidung schickt. Das ist für mich vollkommen egal und für meine Buchhaltung egal. Ich muss trotzdem 19% Umsatzsteuer abführen. Das zweite Szenario ist, das Modeunternehmen sitzt in einem EU-Ausland. Dann verhält sich das Ganze ein bisschen anders. In solchen Fällen habe ich ja einen Kunden, der aus dem Ausland kommt und ich habe meinen Sitz immer noch in Deutschland. Und eine grenzüberschreitende Dienstleistung, also meine Werbeleistung ist ja eine Dienstleistung, die wird nach dem Reverse Charge Prinzip versteuert. Reverse Charge bedeutet Umkehr der Steuerschuldnerschaft. Das heißt, da bezahlt der Kunde tatsächlich die Umsatzsteuer. Das ist relativ komisch und auch die Regelung Reverse Charge ist gar nicht so einfach zu verstehen. Deswegen habe ich dazu schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Du musst dir an dieser Stelle einfach nur merken, wenn dein Auftraggeber, also der Kunde, der deine Leistungen bezieht, im EU-Ausland ist, musst du in Deutschland keine Umsatzsteuer abführen. Das macht dein Kunde. Wichtig, damit das möglich ist, ist aber, dass du eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hast. Das heißt, du musst eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragen und die auch angeben bei der Transaktion. Und dein Kunde muss das auch. Auch die anderen EU-Länder haben Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und das Modeunternehmen braucht auch eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Und nur wenn beide Seiten ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nutzen, musst du in Deutschland keine Umsatzsteuer abführen. Das dritte Szenario ist, dass das Modeunternehmen, also dein Kunde irgendwo aus einem Drittland kommt, also aus einem Land außerhalb der EU, USA, Schweiz, China, wie auch immer, dann musst du in Deutschland auch keine Umsatzsteuer abführen. Was das Unternehmen, also dieses Modeunternehmen, denn in dem jeweiligen Land macht, das kann ich dir persönlich gar nicht sagen. Ich kenne das Umsatzsteuerrecht von China nicht. Ist in dem Fall für dich aber auch egal, solange du nachweisen kannst, dass das Drittland ist. Dann musst du in Deutschland auch keine Umsatzsteuer abführen. Das heißt, zusammengefasst kann man nochmal sagen, wenn dein Auftraggeber, also dein Kunde, seinen Sitz in Deutschland hast, musst du in Deutschland Umsatzsteuer abführen. Wenn dein Kunde den Sitz im EU-Ausland hat und ihr beide eure Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nutzt, musst du in Deutschland keine Umsatzsteuer abführen. Allerdings muss der Auftraggeber jeweils Umsatzsteuer abführen in dem Land, in dem halt der Sitz des Unternehmens ist. Drittens, wenn dein Kunde im Drittland sitzt, musst du in Deutschland auch keine Umsatzsteuer abführen, musst allerdings nachweisen können, dass dein Kunde im Drittland ansässig ist. Soweit erstmal die Theorie. Was jetzt allerdings noch fehlt, ist der Nachweis, dass das stattgefunden hat. Du kannst in deiner Buchhaltung jetzt da keine Instagram-Posts von deinem Tagesoutfit angeben als Rechnung und dann da irgendwas eintragen. Das geht ja nicht. Du brauchst in der Buchhaltung natürlich immer einen Nachweis über das, was passiert ist. Und dieser Nachweis heißt Rechnung. Das heißt, du brauchst nun einfach eine Rechnung. Und idealerweise auch für beide Seiten. Also idealerweise sowohl für deine Werbeleistung, also für deinen Post beispielsweise, und einmal eine Rechnung für das, was du als Gegenleistung bekommen hast, also die Kleidung. Und das muss in gleicher Höhe sein. Zumindest, wenn kein Geld geflossen ist. Und die Rechnung, diese Abrechnung oder der Lieferschein, aus dem der Wert der Gegenleistung, also der Wert der Kleidung steht, das bekommst du in der Regel von dem Unternehmen zur Verfügung gestellt. Das heißt, entweder in Form eines Lieferscheins oder einer Gutschriftrechnung oder wie auch immer. Das heißt, das bekommst du in der Regel von dem Unternehmen, mit dem du da die Geschäfte machst. Das ist allerdings nicht immer so. Gerade wenn du internationale Kunden hast, dann wissen diese internationalen Kunden nicht, was du in Deutschland mit der Steuer zu tun hast und die schicken dir sowas dann im Zweifel nicht. Und was machst du, wenn du da gar keine Rechnung bekommst? Ja, dann gehst du tatsächlich ins Internet, machst eventuell Screenshots von den jeweiligen Produkten, die du da bekommen hast und listest das einmal auf mit dem jeweiligen Wert. Und dann erstellst du für dich in deiner Buchhaltung eine Proforma-Rechnung. Proforma-Rechnung heißt, dass du diese Rechnung nicht verschickst. Das heißt, deinen Kunden musst du diese Rechnung gar nicht schicken, sondern das machst du nur für deine Buchhaltung, damit deine Buchhaltung sauber ist. Das heißt, du berechnest erst den Wert der Gegenstände und dann in dieser Höhe erstellst du eine Proforma-Rechnung für dein Posting beispielsweise. Und in dem Beispiel, was ich immer genannt habe, wäre es 1.000 Euro Warenwert, dokumentiert mit Screenshots oder mit Lieferschein, bedeutet, dass ich für meine Werbeleistung 1.000 Euro in meiner Buchhaltung einbuche und von diesen 1.000 Euro dann gegebenenfalls, je nach Szenario, die Umsatzsteuer abführe. Wichtig an dieser Stelle ist, auf deiner Rechnung muss im zweiten Fall, also im Reverse-Charge-Beispiel, die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer von dir und dem Modeunternehmen stehen. Und im dritten Fall muss natürlich auch die Adresse des Unternehmens stehen, also die aus dem Drittland, um nachzuweisen, dass dieser Geschäftspartner außerhalb der EU seinen Sitz hat. Und dann hast du eine ganz normale Buchhaltung mit Rechnungen. Es ist zwar kein Geld geflossen, aber du hast eine saubere Buchhaltung mit
Proforma-Rechnungen und darauf aufbauen kannst du deine Umsatzsteuervoranmeldungen und auch deine Gewinnermittlung am Jahresende machen. Wenn du das Ganze jetzt hörst, denkst du dir mit Sicherheit, oh mein Gott, das ist ziemlich kompliziert. Ich muss dir leider recht geben, so ganz einfach ist das leider nicht. Der Beruf des Content Creators und Influencers ist noch relativ jung und deswegen gibt es da auch noch nicht wirklich gute Workarounds und Tools und so weiter, die das wirklich einfach machen. Allerdings ist das wirklich wichtig, auch in deinem Interesse, dass du das sauber dokumentierst. Die Hoffnung bleibt, dass das in den nächsten Jahren einfacher wird. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, wie du dir dein Leben erheblich vereinfachen kannst. Und diese Regelung heißt Kleinunternehmerregelung. Mit der Kleinunternehmerregelung verzichtest du nämlich auf das ganze, ich will mal sagen, Umsatzsteuer-Game. Das heißt, du musst einfach mit der ganzen Umsatzsteuer gar nichts machen, sondern du rechnest einfach nur mit Bruttobeträgen. Das heißt, Produkte, die du bekommst, musst du trotzdem berechnen, aber hast mit der Umsatzsteuer erstmal gar nichts zu tun. Diese Kleinunternehmerregelung kannst du immer dann in Anspruch nehmen, wenn dein gesamter Umsatz aus selbstständiger Tätigkeit im letzten Jahr unter 22.000 Euro lag. Das heißt, Vorjahresumsatz unter 22.000 Euro bedeutet, du kannst in diesem Jahr noch auf diese ganze umsatzsteuerrechtlichen Geschichten einfach verzichten. Du musst trotzdem einmal im Jahr eine Umsatzsteuererklärung machen, aber keine Umsatzsteuervoranmeldungen und so weiter. Das bedeutet auch, wenn du quasi rein in Produkten bezahlt wirst und kein Cent Geld fließt, musst du auch trotzdem keine Umsatzsteuer abführen. Ich habe zu dem ganzen Thema Kleinunternehmerregelung schon eine ganze Videoreihe aufgenommen, weil dazu kommen traditionell ganz viele Fragen. Die verlinke ich dir oben rechts einmal. Wenn du unter dieser Umsatzgrenze lagst, dann solltest du da unbedingt einmal vorbeischauen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich etwas Licht ins Dunkel bringen. Vielleicht bist du als Influencer und Content Creator jetzt vollkommen entsetzt, weil man dir ja überhaupt gar keine Geschenke mehr machen kann, ohne dass du ordentlich blechen musst. Stimmt so nicht. Mama, Vater, Freunde, alle dürfen dir trotzdem noch Geschenke machen. Das heißt, du kannst privat natürlich trotzdem einfach Geschenke empfangen. Wichtig ist tatsächlich aber, weil das in deinem Beruf so üblich ist, dass du Produkte bekommst, dass du sauber dokumentierst tatsächlich, von wem du das Geschenk bekommen hast und dass das ein privater Anlass war. Dann kannst du natürlich auch ganz normal Geschenke empfangen, ohne dass du gleich Steuern bezahlen musst. Wenn du zu diesem ganzen Themenkomplex noch Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir nach bestem Wissen und Gewissen weiterzuhelfen. Wenn du dir jetzt sagst, dass das ganz schön viel Arbeit ist und du da gerne einen Steuerberater an der Seite hättest, dann verstehe ich das und dann sind wir vielleicht auch der richtige Steuerberater für dich. Wir sind nämlich spezialisiert auf Freiberufler und Selbstständige, ein digitaler Steuerberater und du als Content Creator bist selbstständig. Deswegen helfen wir dir ganz gerne bei deiner Buchhaltung und deiner Steuererklärung. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal. Hier kannst du aber natürlich auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.